Hey Leute, Cramix hier, was geht, Paul Berger? Herzlich willkommen zur Season 7 in Fortnite Kapitel 2. Wir haben UFOs, wir haben Aliens, wir haben Laserwaffen, es ist komplett krank, Leute. Und ich habe gerade meinen ersten Win direkt in der ersten Runde geholt, Leute. Ich würde sagen, lehnt euch jetzt zurück, genießt die Runde. Wir haben gewonnen mit dem UFO und mit der Laserwaffe. Aber davor natürlich, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr das jetzt kostenlos tun mit dem Creator-Code iCramixOG im Itemshop. Wenn ihr mich kostenlos supporten wollt und meine Videos feiert, Leute, ihr wisst Bescheid, iCramixOG. Und jetzt lasst ein Like und ein Abo da und viel Spaß mit dem Video. Okay, meine Friends, wie gesagt, ah lol, guck mal, hier über der halben Map hängt das UFO, krass, das fällt mir jetzt erst auf. Ich will einmal da hinten nach Steamy Stacks gehen, weil da diese lilane Schrift ist, und wenn da die lilane Schrift ist, dann bedeutet das ja, habt ihr mir gesagt, dann sollen da diese neuen krassen Kisten sein, wenn eine lilane Schrift da ist. Deswegen Leute, ab nach Steamy zu dem Stacks mit dem neuen Rick and Morty Skin. Okay, ich bin jetzt mal echt gespannt, was hier abgeht. Weil man, wir haben ja auch schon gesehen, man kann diese UFOs fliegen. Und die UFOs können ja auch irgendwie Sachen aufnehmen und so. Das ist ja irgendwie ganz krank. Okay, Deagle auch wieder am Start. So, okay, wir nehmen jetzt hier einfach mal direkt zwei Biggies. Ist zwar ein bisschen haram, zwei Biggies hintereinander zu nehmen. Aber ich will jetzt hier nichts riskieren, weil neben mir ist schon wieder einer gelandet. Oh, nice, nice, Leute. Blaue Tag, wichtig. Ganz, ganz wichtiges Ding, blaue Tag. Stark, stark, stark. Hier sind übelste Steps bei mir. Boah, hier ist voll die... Leute, neue Automaten hier. Boah, die Musik hier ist aber auch laut sein. LOL. LOL. Guckt euch das an. Oh, er schießt auf mich. Er schießt eine Laserkugel. Wow. Er hat eine Laserkugel auf mich geschossen. Ey, ich glaube, das war ein Alien. Ich dachte, es wäre ein anderer Spieler, aber ich glaube, da war ein Alien drin. Digga, ich blicke hier gerade gar nicht durch, ne? Ich sehe hier gerade gar nicht durch. Und da ist dieses Fette. Aber es sind auch noch andere Spieler. Ey, da wird ein anderer Spieler aufgesaugt. Lol, nein, ich werde auch aufgesaugt. Ich werde auch aufgesaugt. Lass mich in Ruhe. Oh, 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 oh. Ich bin gleich so tot. Wenn er mich droppt, bin ich tot. Wo fliegt er mich hin? Oh, nice, überm Wasser. Oh, das war knapp. Da wird man einfach als Spieler so aufgesaugt. Guck mal, da hängt wieder ein anderer Spieler dran. Kann man den jetzt auch abschießen? Oder ich treffe ihn einfach nicht. Nee, das ist ein NPC, der da drin hängt. Das ist ein NPC, der da drin hängt. Einfach weggeworfen. Aber ich glaube, die werfen einen immer nur ins Wasser auf, korrekt. Jetzt mal auf den Boss. Wir wollen hier Alien-Action. Oh, okay. Und jetzt werde ich, wenn man die Aliens, die UFOs anschießt, dann schießen die solche Plasma-Bälle auf einen. Okay, sehr, sehr interesting. Aber die haben Kack-Aim zum Glück. Die haben zum Glück Kack-Aim, Leute. Kaputt machen. Soll ich mal eins kaputt machen? Hä? Oh, oh, nein. Nein, ich werde hier wieder aufgepickt. Lass mich in Ruhe. Oh, oh. Nein. Oh, lol. Ah, man stirbt dann nicht. Ich habe jetzt einen Eindringling gekillt. Ah, okay, lol. Und was kriege ich jetzt von dem? Ich habe eine Laserwaffe jetzt bekommen. Und dem sein UFO ist abge... Ich kann UFO fliegen. Ich fliege UFO. Okay, höher. Was ist das denn? Damit ist eine, kann ich so eine einen Ball schießen. Plasma-Schuss. Ey, und warte mal, ich will jetzt hier mal was aufnehmen. Ey, warte, damit können wir einfach Sachen aufsaugen. Oh mein Gott. Ey, Leute, ich werde jetzt diesen LKW... Ich werde jetzt diesen LKW auf Leute drauf droppen. Okay, wir müssen andere Spieler finden. Ey, das ist ja so nice. Ich glaube, nur irgendwann geht der Akku leer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil hier ist so eine Batterieanzeige, seht ihr das? Also ich glaube, man kann nicht die ganze Zeit damit rumfliegen. Ich werfe jetzt hier mal diesen LKW ab, okay? Wir werfen den LKW jetzt mal hier auf die Scheune drauf. Na, okay, macht gar nicht mal so viel Schaden. Ey, der schießt mein... Ey, lass mein UFO! Oh, ich habe ihn getroffen! 30er Hit, 30er Hit!
Warte, ich versuche ihn mit dem UFO zu killen. Aber ist nicht so einfach, damit zu treffen. Weil der kann halt, man kann halt voll easy ausweichen. Okay, aber noch ein 30er gegeben. Ey, der macht mein UFO kaputt. Ey! Aber wenigstens ist er jetzt schon Wildlife. Alter! Wir haben ihn weggelasert mit der neuen Alien-Waffe. Digga, die ist krank. Die Alien-Weapon ist, glaube ich, sehr, sehr krank im Nahkampf. Also bis das Ding ist vom Gameplay-mäßig jetzt schon sehr krass irgendwie. Jetzt schon irgendwie sehr krass. Okay, Leute, wir schauen jetzt hier mal ganz kurz erstmal hier klarkommen. Schauen uns hier mal um. Okay, hier ist irgendwie so eine komische Zentrale. Warte mal, ist mein UFO jetzt eigentlich kaputt? Oder nee, warte, das geht noch. Das geht noch. Das ist noch gar nicht kaputt. Nice. Yeah, wir können wieder UFO fliegen. Hier ist der UFO-Pilot iCrimex. Hallo, mein Name ist iCrimex und ich bin der UFO-Pilot. 10 von 10 die Season. Kann man, finde ich, jetzt noch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall cool, wie viel Neues es gibt. Das finde ich auf jeden Fall... Boah. Komm, man kann einfach die anderen Spieler so abknallen. Nochmal ein 30er. Oh, die kriegen sogar Fallschaden. Oh doch, ist schon krass, Digga. Ist schon krass, die Kanone. Nochmal ein 30er. Oh mein Gott, die sind krass. Sind schon heftig, diese Kanonen, Bro. Guck mal, er baut sich hier die ganze Zeit ein. Mehr kann er nicht machen. Gleich muss er moven wegen neue Zone und ich hau einfach nur von oben drauf. Boah, ich stirb doch gleich an Zonenschaden. Der Arme, Digga. Whee! Und wir hovern einfach auf ganz entspannt in die neue Zone rein. Ich bin schon so ein krasser UFO-Pilot, ne? Leute, seid ehrlich. Okay, da unten ist auch nochmal ein Gegner. Man kann auch hier einfach übelst hochfliegen, sieht dann Leute und schießt einfach mal eine Kugel so drauf. Guck mal, einfach so aus dem Nichts kannst du einfach eine Kugel mal drauf schießen. Mal gucken, vielleicht trifft die vielleicht auch nicht. Okay, die hat jetzt leider nicht getroffen. Einer macht hier ein bisschen Auge auf mich. Guck mal, hier 30er verpasst. Kurz einen 30er mitgegeben. Diese 30er-Hits, die tun schon weh auf Dauer. Guck mal, hier nochmal ein 30er. Er ist jetzt schon white, er ist white, Bro. Man kann die Kugeln auch voll spammen. Ich stürze nur gleich ab, das ist das Problem. Also das Ding ist leider gleich kaputt. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade, dass ihr mein UFO kaputt machen müsst. Also schnell sind die halt nicht, ne? Aber man kann damit trotzdem ganz gut, sage ich mal, Leuten auf den Sack gehen. Ich werde mich mal noch ein bisschen vercampen damit, weil ich will eigentlich Late Game kommen mit dem UFO. Ich denke mal, wir werden nämlich hier sonst keine mehr finden. Ich bin wahrscheinlich das letzte UFO, was hier rumfliegt in der Round. B, oh, das ist eine gute Frage. Was ist B mit dem UFO? Ah, man kann sich so boosten. Oh ne, jetzt ist der Akku schwach. Das kostet natürlich alles ordentlich Akku, Leute. Akku gleich weg und Ding auch. Ja, ich muss eigentlich landen, sonst sterbe ich gleich. Wir landen jetzt. Schade. Aber war trotzdem lustig. Hat Spaß gemacht, UFO. War eine schöne Zeit mit dir. Da fährt jemand. Sollen wir den mal mit der Laserwaffe killen? Sollen wir nochmal einen Kill mit der Laserweapon machen? Ey Leute, es gibt ja jetzt auch Jump-Pads, ne? Das darf man nicht vergessen. Richtig, richtig und wichtig, Leute. Hey, letzter Gegner. Letzter Gegner. Ey, Leute, das könnte jetzt der First Win hier direkt in der neuen Season werden. Letzter Gegner. Ich werde mich auf jeden Fall konzentrieren. Halt nichts für Long Range. Haben wir ja vorhin gesehen. Im Nahkampf ist die sehr nice. Da macht die pro Sekunde 9er Schaden. Rotiere einfach mal weiter in die Zone.
Geht zum UFO. Wo ist hier ein UFO? Meint ihr das UFO, was ich vorhin gelandet habe? Weil das hat ja nur noch ein Leben gehabt. Wenn man da einmal angeschossen wird, dann explodiert das und dann sind wir tot. Ich muss jetzt eigentlich nur aufpassen, dass der Typ jetzt nicht hier irgendwo den ehrenlosen Kämpfer spielt. Leute, Jump-Head-Action mal wieder. Oh, oh. Oh nein, die Treppe hat sich gedreht. Ach, Bro. Versuche mit der Laserwaffe zu killen. Oh. Vielleicht auch doch keine Experimente machen. Vielleicht doch kein... Oder warte. Versuche ihn doch mit der Laserwaffe zu killen, Leute. Für euch. Hello? Wo bist du? Wo bist du, mein Junge? Ich will dich mit der Laserwaffe. Das Problem ist, die Laserwaffe ist sehr schwach. Deswegen muss ich ein bisschen auf Abstand bleiben. Guck mal, die ist ja ultra scheiße. Also auf Distanz. Wenn der direkt vor dir steht, kannst du damit was machen. Aber ansonsten ist die, glaube ich, sehr, sehr scheiße. Man muss halt wirklich den direkt treffen. Und dann ist das wie so ein Laser. Ich könnte jetzt auch einfach runtergehen und ihn wegpumpen, aber wir wollen es ja mit der Laserwaffe machen. Und Jump-Pads sind wieder da. Das ist ultra krass. Wo ist der Huhn? Hallo? Hä? So, wo ist der Typ? Ah, oh, er ist unter mir. Er ist im Haus. Ach, scheiße, jetzt ist er im Haus. Ich will nicht auf Nahkampf gehen, ich will ein bisschen auf Distanz bleiben. Damit ich ihn mit der Laserwaffe killen kann. Hallo. Mr. Huhn. Ich mach das für euch hier, Leute, ja? Hä? Wo ist er? Boom! Let's go, Leute! First win. Wo ist der Rick and Morty Emote? Egal. First win in der neuen Season mit der Laserwaffe, mit UFO, mit allem, Leute. Lasst jetzt mal ein Like und ein Abo da. Ihr wisst Bescheid. Creator Code Crimex OG. Let's go. Und wir haben ein Artefakt gesammelt. Das kriegen wir jetzt hier auch angezeigt. 4 Alien-Artefakte. Okay, also 1 von 4 haben wir. Oder 1 von 5 oder so, ich weiß nicht. Und mit diesen Artefakten... Ah, nee, 4 haben wir insgesamt gefunden. Oder 1 haben wir gefunden und 3 haben wir, glaube ich, für den Win bekommen. Und ich glaube, mit diesen Artefakten, Leute, kann man ja dann hier diesen Typen hier upgraden, ne? Sonst sieht der hier so langweilig aus und dann irgendwann mit... Ey, wenn ich 17 Artefakte habe, dann gebe ich dem hier das Gehirn. Also wir müssen den eigentlich voll machen. Quasi. Das heißt, wir müssen eigentlich nur viel Artefakte jetzt sammeln, dann können wir den richtig cool machen. Ach, schade, dass es gerade so verbuggt ist, dass man da nichts sieht. Aber ja.